Habt ihr bei Mo gesehen? Der hat gesagt, dass es noch die Wyckoff Accumulation ist. Das kann natürlich sein. Das sieht klassisch nach einer Wyckoff Accumulation aus. Ne? Hier die untere Phase nochmal kurz nach unten. Ist aber nichts Außergewöhnliches. Blockchain-Bäcker redet schon seit was weiß ich wann darüber. Ne? Ich guck, was Chart-Analysen angeht von anderen YouTubern. Am allerliebsten gucke ich mir Blockchain-Bäcker an. Kann auch sein, dass es ein bisschen Confirmation-Bias ist, weil ich gucke mir die Sachen auf den Charts an, analysiere sie selbst und ein paar Tage später sagt er genau das Gleiche. Also wir ticken das ziemlich gleich. Ich habe auch viel von ihm gelernt. Darum ist es wahrscheinlich da. Aber ich habe noch vieles von anderen Chart-Analysten mit reingepackt. Darum bin ich manchmal anderer Meinung als er. Er guckt sich zum Beispiel sehr wenig das Volumen an. Und ich finde, das ist wichtig, dass man sich das Volumen mit anschaut, ne? Weil das zeigt uns dann, und das machen ganz wenige YouTuber. Ganz, ganz wenige YouTuber oder technische Chartanalysten, die gucken sich das Volumen an. Eigentlich einer der wichtigsten Aspekte wird einfach vollkommen ignoriert, ne? Und man guckt sich, ja, ist jetzt gefallen, ein paar Prozent hoch, runter, aber zu welchem Volumen? Wie war die Nachfrage, als es passiert ist? Das ist eigentlich einer der wichtigsten Aspekte, die es gibt. Lässt man einfach mal außen vor. Das ist gefährlich und falsch. Aber ja, da mag der Mo mit Recht haben. Das ist auf jeden Fall nicht nur die Accumulation, sondern eine Reaccumulation-Phase ist. Und dass wir bald gut auf dem Weg nach oben sind. Wird auch auf jeden Fall ein Teil beim Kurs sein. Wyckoff Accumulation gehen wir speziell darauf ein, damit man überhaupt versteht, was das genau ist. Weil viele verstehen nicht, was das überhaupt ist. Was ist die Wyckoff Accumulation? Worauf basiert sie genau? Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann wird man auch verstehen, was für eine Wichtigkeit es hat. Denn mit der Wyckoff Accumulation wird komplett dargestellt. Es ist eigentlich das, wo viele sagen, ja, der Markt ist nicht kontrolliert und ne, sowas. Wie kannst du sowas sagen, dass der Markt manipuliert ist? Und dann gucken sie sich Videos oft an von irgendwelchen Chartanalysten, die dann sagen, hey, Wyckoff Accumulation, Wyckoff Distribution, sagen, ja, stimmt. Und ich muss dann manchmal so mir einen Facepalm verpassen. Ich denke mir, die gleiche Person, die sagt, ich glaube nicht an Wale, die gucken sich dann irgendwie Chartanalysen an von irgendwelchen, die dann sagen, oh, der Wyckoff Accumulation, Wyckoff Distribution. Ich denke mir dann so, oh, really? Sehr interessant. Du glaubst also nicht an Wale und an Manipulation des Marktes, aber du glaubst an die Wyckoff Accumulation Distribution. Ohne zu wissen, dass die gesamte Wyckoff Distribution, Wyckoff Accumulation Theorie von dem Mr. Wyckoff darauf basiert, dass er versucht zu verstehen, wie Wale agieren. Darum versteht ihr, was ich meine. Viele, die sind ungebildet, was diesen Markt angeht. Und dann im gleichen Satz sagen sie, sie glauben nicht, dass der Markt manipuliert wird. Und in dem anderen Satz, ja, aber die Wyckoff Accumulation sagt uns auch, wir können steigen. Oh, really? Oh, Mann, ich sage jetzt nicht, dass du das machst, aber es gibt einige, die tun das. Und das finde ich richtig lustig. Hat jetzt nichts mit dir zu tun gehabt, ey, nicht, dass du dich angegriffen fühlst oder sowas. Ich meinte überhaupt nicht dich. Ist mir nur eingefallen, wo ich das gerade gelesen habe. Zu lustig manchmal.